Seid ihr herzlich willkommen bei diesem Aufnahmethema ist Wasser. Die Geheimnisse des Wassers. Es ist so faszinierend. Und vor allem ist auch wichtig, weil unser Körper besteht Großteil aus Wassermolekülen. Und diese Bilder, was ihr jetzt seht im Bildschirm, das sind Wassermolekülen, Fotografie, Kristallfotografie von Dr. Masaru Emoto von seinem Buch. Also hier sind Wassermolekülen und hier auch. Das ist wie ein Wunder. Das ist wie ein Wunder. Wassermolekülen nehmen Informationen auf und speichern das auch. Wasser hat Gedächtnis. Und so wie Masaru Emoto beschreibt, auch diese Kristallen, diese Wasserkristallen sind Lebenswesen und verändern die Form. Das Wasser nimmt wahr, wie die körperliche und seelische Verfassung des Betrachters ist, nimmt Schwingungen auf und das, was Wasserelement wahrnimmt. Und diese schönen Formen, die Wasserkristallen, zeigen die Kräfte, die Natur, das Kraft des Wassers, das Wachstum, aber auch Lebenskraft. Und Wasser hat auch die Fähigkeit zur Reinigung. Wahrlich, das Wasser lebt. Wenn das Wasser verschmutzt ist, Wasser hat die Kraft, sich selbst reinigen und neue Kristalle bilden. Das Wasser hat sogar vielleicht Selbstheilungskräfte. Und in diesem Bild zeigt noch etwas, das ist wirklich wie ein Wunder. Es wurde untersucht bei Aromatherapie, dass die Wasser übernimmt die Information und nicht nur das, sondern den Form auch. Vergleicht ihr mal das. Das ist hier Kamille. Und das Wasser wurde bei dieser Aromatherapie, dieser Kamillenöl hinzugefügt und entstanden diese Kristallen, so ähnlich wie diese Blume selbst. Das gleiche wurde untersucht bei Fenchelöl ins Wasser, bei dieser Aromatherapie und das Wasserkristall hat sich verändert, hat die Form übernommen von Fenchel, die gleiche Substanz. Ich bin so was fasziniert von diesen Themen. Und was noch für mich auch sehr wichtig ist, dass die Wasserelement symbolisiert unseren Gefühlen. Und wir sollen auf unsere Gefühlen achten, immer in positiven Gefühlen bleiben. Und dazu gehört Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit und Liebe. Und das ist die göttliche Energie. Und es überträgt sich auf Wasser und so bilden sich diese wunderbaren Kristalle und da sehe ich daran schon die Heilung. Und das war diese Botschaft über Wasser und ich bin so dankbar, dass Dr. Masaru Emoto das entdeckt hat. Er hat eigentlich Frequenzen, Schwingungen untersucht, aber bei dieser Arbeit hat diese Wunder der Natur entdeckt und sehr viel in dieser Richtung geforscht.
Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.